Im ersten Teil ging es von Zermatt hoch zum Abendbiwak und dann direkt weiter auf dem Grat hoch zum Obergabelhorn. Und hier im zweiten Teil nehme ich dich mit jetzt vom Grat auf den Gipfel und runter wieder bis ins Tal. Viel Spaß! Ja, wie angesprochen, wir sind ja am Vortag, wie im ersten Teil zu sehen, sind wir am Vortag ja von Zermatt gestartet, hoch zum Abendbiwak, haben dort übernachtet, sind dann morgens gestartet, hoch auf den Abendgrat und da sind wir jetzt ja hier im zweiten Teil. Ich habe es ja extra getrennt, damit wir wirklich auch mal ein bisschen mehr von den Kletterstellen zeigen, weil es wirklich ein wunderschöner Grat ist, wo es viel zu sehen gibt. Von daher wirklich dieses Mal auch zwei Teile. Nochmal vielleicht so ein paar allgemeine Informationen, wie auch beim letzten Mal. Also ich war mit Max unterwegs, Zweierseilschaft, haben es hier so am Grat gemacht, mit dem Sichern, dass immer einer vorgegangen ist, der andere nachgegangen ist und dann meistens ist dann der Nachsteiger, hat dann den jetzigen Vorsteiger überholt und ist dann so weitergegangen, so dass man nicht so viel umbauen musste, sondern der jetzt oben ist, in dem Fall Max, hat mich ja dann gesichert, bis ich oben bin, konnte mich dann auch gleich in der Sicherung lassen und dann bin ich weitergegangen. So haben wir das auf jeden Fall an den Stellen gemacht, wo sich das gut angeboten hat, wo wir auch gut aneinander vorbeigekommen sind. Es gab auch Phasen, wo es einfacher war, dass dann einer mehr als eine Länge macht. Wir haben uns da, wie gesagt, einfach immer ein bisschen vorher abgesprochen, wie man sich aktuell auch fühlt, wie einem das Gelände auch gerade ist und was halt auch gerade geschickt ist. Genau, so sind wir jetzt erstmal rein von der Taktik angegangen. Ja, vielleicht noch mal ein paar allgemeine Informationen zu dem Grat. Also generell, wie gesagt, vom Abendbiwak sind es 950 Höhenmeter hoch auf den Gipfel, dann wieder 1100 Höhenmeter über die Wellenkuppe runter zur Rothornhütte, wo wir auch hin wollten. Kletterstellen bis 4b, man kann diese aber auch umgehen. Das sind dann so Dreierkletterstellen am Grat, sehr, sehr viel Dreierbereich. Man muss eigentlich fast alles selber absichern, das heißt wirklich Schlingen, Expressen, Friends hatten wir als Sicherungsmittel dabei und wirklich auch ganz wichtig, dieser Grat bekommt erst relativ spät Sonne, das heißt man klettert auch viel im Schatten. Das kann auch wirklich dazu führen, dass es dort deutlich kälter ist, als man das so kennt, von daher muss man da definitiv schauen, dass es dann passt. Und auch wie gesagt, die Tour ist erst vorbei, wenn man unten in der Rothornhütte ist, weil man muss vom Gipfel, geht es einmal relativ steil runter, dann muss man nochmal über den Gendarm klettern, auf die Wellenkuppe rüberlaufen, die Wellenkuppe abklettern, kommt man auf den Gletscher und dann kommt man erst zur Rothornhütte, von daher auch eine sehr, sehr komplexe Tour, so rein von den Elementen. Ja, bei uns war es so, es hatte ja wie gesagt an den Vortagen nochmal so ein bisschen Neuschnee gegeben, was man jetzt ja auch hier sieht. Die Tage davor, die Wochen davor war es ja relativ warm im Sommer, das heißt dort war da alles schneefrei. Macht es wahrscheinlich auch wirklich deutlich einfacher in dem Part, ich betone es auch wirklich in dem Part, weil dann hätte man hier nur rein Fels gehabt, wäre vielleicht zum Klettern ein bisschen einfacher gewesen. Aber auch so ging das ganz gut. Wir hatten uns jetzt ja auch hier für den Part, waren jetzt nur rein in den Bergschuhen unterwegs und hatten jetzt keine Steigeisen an, weil der Schnee war sehr, sehr hart. Es waren ja schon Stufen, wie du gesehen hast, ja dort und man konnte sich auch noch gut am Fels halten. Deswegen haben wir das so gemacht und weil es auch nicht zu viel Schnee war. Aber wie gesagt, muss man auch immer so von den Bedingungen her abschätzen. Genau, Sicherungen, wie gesagt, haben wir geschaut, dass wir legen entweder selber mit Friends. Oder wie man es gerade gesehen hat, gab es ja ab und zu so ein paar Schlingen, die da drin waren für Leute, die diesen Weg als Abstieg nehmen, dann letztendlich zum auch Abseilen, waren da einiges drin und von daher haben wir das dann immer so genutzt. Ja, in dem Bereich hatte ich jetzt dann auch Handschuhe an, weil es dann doch wirklich deutlich kälter wurde. Ist auch generell so ein Part von diesem Grat, ist es halt so, dass man sehr, sehr viel im Schatten klettert, gerade am Anfang wirklich eigentlich fast gar nicht an die Sonne kommt. Von daher muss man das wissen, dass es da durchaus kälter sein kann.
Jetzt hier wirklich auch wirklich super schöner Fels. Man sieht es auch, man kann da sehr, sehr gut reingreifen. Vielleicht nochmal allgemein Info zur Kameraperspektive. Ich hatte in dem Fall von DJI die Action Cam auf dem Kopf. Ist wie so eine Art GoPro. Verzerrt natürlich auch immer ein bisschen, deswegen immer auch ein bisschen drauf achten von der Perspektive. Man sieht es, wie gesagt, immer auf die Beine und Arme schauen, wie stark muss ich jemand festhalten. Wenn es so ein bisschen leichter aussieht, dann wisst ihr, dass es eigentlich ein bisschen geneigter ist, als es in den Aufnahmen wirkt. Genau, wie gesagt, hier hatten wir jetzt so einen Wechsel. Ich bin bis zu der Einstelle hoch, dann Max nachgesichert, danach Max hochgestartet und so sind wir da am Grat, haben uns da immer weiter nach oben gearbeitet. Was sehr, sehr gut an dem Grat auch funktioniert, ist das Thema Kommunikation. Das heißt, man sieht sich eigentlich fast permanent. Das heißt, man kann gut den anderen nachrufen, man kann gut sich auch nochmal austauschen, auch mal, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Das ist gerade, finde ich, an so Graten immer ganz hilfreich, wenn man einfach nochmal den anderen sieht und nicht irgendwann, okay, Seil ist aus, kann ich jetzt schon nachgehen, bin ich schon gesichert und so weiter. Das finde ich, sonst ist es manchmal wirklich so eine Schwierigkeit. War hier an dem Grat vielleicht an ein, zwei Stellen, aber sonst ging das eigentlich relativ gut. Orientierung am Grat eigentlich relativ simpel. Man bleibt eigentlich fast immer am Grat selber, mal links rum, mal rechts rum. Wir hatten das Topo auch dabei und es war auch sehr, sehr hilfreich, also aus dem Walliser Westalpenführer, nee, aus dem Walliser Alpen Topo Verlagführer, so heißt das Buch. Dort sind, wie gesagt, diese ganzen Kletterstellen, die ganzen Stände und sowas mit eingezeichnet und das ist schon sehr, sehr hilfreich und absolut notwendig für solche Touren. Schaut, dass ihr wirklich solche Informationen bekommt. Warte noch nicht. So, hier gibt es einmal einen Kamerawechsel auf meine 360-Grad-Kamera. Man sieht es auch schon so ein bisschen im Hintergrund. Also Perspektive jetzt deutlich mehr verzerrt ist eine 360-Grad-Kamera. Lässt sich nicht immer so gut rausarbeiten, die exportierten Videos. Deshalb wirklich jetzt auf den Grat schauen. Es ist natürlich steil an einem Grat, also so übertrieben steil auch nicht. Man sieht es auch hinten am Horizont, deswegen immer so ein bisschen den Horizont als Referenz beachten. Das nur als allgemeine Info. Genau, jetzt hier waren wir wirklich direkt auf dem Grat-Kamm. Da war es natürlich teilweise dann auch nicht so leicht mit dem Sichern. Das heißt, man hat zum Beispiel auch gesehen, dass Max eine Schlinge mal um so einen Köpfel gelegt hat. Ist natürlich klar, wenn dann Bewegung ins Seil reinkommt, kann die auch da schon wegrutschen. Also wirklich dann auch darauf achten, Sicherungen sauber zu legen. Nicht, dass da die Sicherung sehr, sehr schnell weg ist, weil sonst bringt euch die Sicherung nicht. Das ist immer so ein bisschen die Kunst am Grat. Deswegen auch immer schauen, haben wir auch immer geschaut, dass wir so am Köpfel immer links und rechts rum das Seil nehmen, falls man wirklich mal stürzen sollte, was man natürlich unbedingt immer vermeiden muss, dass der Schaden minimal gehalten wird. Generell, vielleicht so von der Tour, man ist wirklich permanent ausgesetzt ab einem gewissen Part und da hat man auch wirklich fast keine Chance mehr, da irgendwo auszuweichen. Und das ist ja das, was ich auch im ersten Teil schon mal so ein bisschen angesprochen habe. Ich habe ja diese Tour 2018 zum ersten Mal gemacht, war wirklich meine erste richtig lange Grattour, damals ja mit einem Bergführer. Und ich muss sagen, wirklich dieses permanente auf dem Grat ausgesetzt sein, wirklich super anstrengend und zumal diese Tour nicht am Gipfel fertig ist. Man muss nochmal absteigen und es ist auch noch ein langer Abstieg, wo auch nochmal einige Schwierigkeiten auf einen zukommen. Und das muss ich sagen, es hat mich damals wirklich sehr, sehr fertig gemacht und deswegen auch ganz klar, da musst du schon echt geübt sein am Grat. Du solltest schnell sein am Grat, sauber sichern, genügend Ausdauer haben, genügend Kraft haben und natürlich wirklich auch der Kopf muss das mit abkönnen. Ja, nach rund um den Tag, also das Wetter für den Tag war hervorragend vorhergesagt, also wirklich den ganzen Tag Sonne, fast gar kein Wind, was wirklich sehr, sehr gut war, weil sonst wäre es sehr, sehr kalt geworden und auch wie gesagt bis in den späten Abend noch sehr, sehr entspannte Temperaturen, von daher
rein vom Wetter her keinen Druck gehabt, weil es ja manchmal so, dass man weiß, okay, nachmittags, abends, vielleicht kommt da nochmal Regen, Schnee, Gewitter oder sowas runter, dass man unbedingt zu einer Zeit fertig sein muss. Den Druck hatten wir hier zum Glück nicht. Entspannt natürlich auch gerade so schwerere Touren auf jeden Fall. Jawohl, cool. Schön. Dankeschön. Boah, danke fürs Freimachen. Ja, generell kann man den Grat eigentlich so in zwei Parts teilen. Das eine ist, man kommt oben auf dem Grat an, so bis zum ersten großen, wirklich riesengroßen Aufschwung. Dort hauptsächlich, wie gesagt, im ersten Part, wo wir auch waren, Platten bis Schwierigkeit 2a. Ich muss sagen, es fühlt sich immer, finde ich, wenn man wirklich am Grat ist, deutlich schwerer an als 2a, weil 2a, jetzt rein so von der reinen Bewertung, finde ich eigentlich immer, ist wirklich sehr, sehr harmlos. Aber so am Grat selber, wirklich da oben auch in diesem Ausgesetztheit bei uns noch mit dem Schnee, muss ich sagen, fühlt sich das einfach viel, viel härter an, als es so ist rein die Schwierigkeit vermuten lässt. Das heißt, wenn man auch solche Führer liest, ist auch immer mit so ein bisschen Vorsicht genießen. Schaut euch auf jeden Fall immer mal so ein paar Videos an. Ich finde, das hilft immer sehr, sehr gut, um mal so eine Einschätzung von so einem Grat zu bekommen. Und dann, wie gesagt, der zweite Teil, dann mit der Schlüsselstelle, mit dem Aufstieg, wo es mit dem Aufstieg auf den Gendarmen, wo es wirklich so bis Schwierigkeit 4b gehen kann, wenn man es nicht umgeht, bis dann hin zum Gipfel über nochmal einen großen Aufschwung, wo dann wirklich auch viel so im dritten Schwierigkeitsgrad ist, Platten 3a, 3c in dem Bereich. Ist dann so eigentlich so die Bewertung, bis man dann wirklich letztendlich am Gipfel oben angekommen ist und der dann ja auf 4064 Meter. Ja, vielleicht auch noch so zur Einschätzung, also an dem Tag waren hier mehrere Seilschaften unterwegs. Die Jungs, die direkt vor uns waren, haben irgendwann auch im Anfangspart von dem Grat dann für sich beschlossen, dass sie die umdrehen. War so eine Mischung, wenn ich es richtig verstanden habe, so ein bisschen aus Übelkeit, so ein bisschen Probleme auch mit der Höhe und haben dann für sich entschieden, nee, das ist nicht der richtige Weg, jetzt hier hochzugehen. Fand ich so auch sehr gut, so von der Kommunikation, wie die zwei untereinander waren. Auch, wie ich es auch immer sage, man muss es auch nicht begründen, wenn es mal nicht geht, geht es nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Wichtig ist, dass man, wie gesagt, gesund unten im Tal ankommt. Haben die zwei sehr, sehr gut gemacht, haben sich dann von dem Part, wo sie waren, abgeseilt und sind dann wieder runter Richtung Abendbiwak. Hatten da dann nochmal übernachtet und sind dann runter ins Tal. Also von daher wirklich auch, wenn einem sowas, wenn man sich nicht wohl fühlt, auch vielleicht auch die Höhe merkt, vielleicht auch die Nacht natürlich vorher wenig geschlafen hat und sowas, wirklich in den Bergen immer wirklich nichts erzwingen. 99% Sicherheit, 1% Wagemut, habe ich mal so ein Zitat gehört. Und wenn man das 1% richtig einsetzt, dann wird man alt in den Bergen. Und von daher lieber einmal mehr umdrehen, weil der Berg ist auch nächstes Jahr noch da. So eine Tour kann man immer wiederholen. Aber wenn dann wirklich was passiert, wird man sein Leben nicht mehr glücklich. Jetzt hier wieder so ein Part, wo es dann wirklich wieder rauf auf den Grat geht. Wirklich jetzt hier schön, dann auch wieder in die Sonne. Und jetzt sieht man auch mal so ein bisschen die kleinen Türme. Ist jetzt so ein kleiner Gendarm vor uns und dann hinten nochmal wirklich diese zwei Aufschwünge Richtung Gipfel. Man sieht jetzt auch rechts rein so ein bisschen in die Südwand. Auch die Südwand kann man durchklettern, um hoch auf den Gipfel zu kommen. Das haben auch an dem Tag zwei Leute gemacht, hatten aber davon berichtet, dass es schon sehr schwierig war mit dem Schnee, teilweise auch so ein bisschen eisig war. Also die waren da schon deutlich länger unterwegs, als sie vermutet haben. Wir sehen die dann auch nachher, wenn wir kurz vorm Gipfel sind, sind uns auch entgegengekommen.
Also von daher auch noch eine weitere Variante. Also es gibt aus Obergabelhorn sehr, sehr viele Wege. Also wie gesagt, einmal den Abengrat, den wir machen, dann die Südwand, die Nordwand und auch den Weg, den wir dann nachher als Runterweg zur Rothornhütte gewählt haben. Genau, das war jetzt hier so ein Part, da ist man jetzt so ein Gendarm umgangen, einfach auf der rechten Seite über so Bänder. Das steht auch eindeutig so im Führer, also es sind jetzt so 10 Meter gewesen. Schwierigkeit 3a, wie gesagt, Umgehung von dem kleinen Gendarm. Das ist ungefähr auf 3890 Meter. Das heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch ja, so 70 Höhenmeter ungefähr vor uns. Und dann, sobald man den umgangen ist, schaut man, dass man wieder auf den Hauptgrat kommt. Also es ging da wirklich schon im Hintergrund steil runter. Natürlich, wie gesagt, Kameraperspektive hier ein bisschen verzerrt, aber ich fand das eigentlich so mal ganz schön, diese Perspektive zu zeigen, dass man da so am Fels ist, man dann auch schauen muss, wo trete ich da, wie sichere ich da wirklich da immer ruhig und konzentriert, sich auch da auch ein bisschen so die Zeit nehmen, zu schauen, wo kann ich mich als nächstes gut festhalten, was macht Sinn, wo kann ich gut hochsteigen, gerade auch bei uns nochmal mit dem Schnee zu schauen, okay, passt das alles, bin ich hier sicher, kann ich hier gut treten oder wie mache ich das Ganze. Genau, hier dann wie gesagt den Grat einmal umgangen, dann natürlich auch wieder geschaut, okay, wo kann ich es halt über den Köpfel legen, hat sich da ganz gut angeboten, weil ich jetzt ja wieder auf der anderen Seite bin, deswegen konnte man das hier eigentlich so ganz gut machen. Genau, dann hier wie gesagt auf dem Grat oben drauf geblieben, immer so geschaut, so an der oberen Kante orientiert, dass wir da so auf der Höhe bleiben, bevor es dann letztendlich gleich so Richtung Schlüsselstelle geht. Vielleicht noch mal ein paar Informationen. Diese Schlüsselstelle sind so ungefähr 40 Meter. Wenn man die ursprüngliche Variante nimmt, ist es eine 4a und dann eine 4b Stelle. Man kann sich, wie gesagt, wenn man den Weg runter geht, sind es 30 Meter so zum Abseilen. Man kann diese Schlüsselstelle auch umgehen, ist auf Platten, steht auch drinne und eine Rippe. 3b muss man immer so ein bisschen schauen, natürlich Platten mit Schnee- und Eiskombination ist immer sehr, sehr rutschig. Da muss man dann schauen, was dann einfach vor Ort wirklich die bessere Variante ist. Und die dann für das jeweilige Nutzen. Das heißt, also es gibt hier keine pauschale Empfehlung und sagen, okay, geh immer die Umgehung, geh immer das andere. Hängt natürlich, wie gesagt, sehr, sehr viel davon ab, wie aktuell die Bedingungen sind. Genau, dann immer, wenn es möglich war, habe ich einen Friend reingesetzt, natürlich einmal getestet, okay, hält er natürlich auch da, wo ich bin, einfach so als Zwischensicherung, dass dort, wie gesagt, dieses Absturzrisiko einfach so gering wie möglich gehalten wird. Genau, und gerade halt diese Parts, okay, ich schaue, wo kann ich stehen, wo kann ich treten, dann gehe ich weiter und auch das Thema Sicherung, also das heißt, ich schaue, wo kann ich meine Sicherung reinmachen, ich schaue, ob ich die Sicherung belasten kann. Das sorgt natürlich dafür, dass man auch für leichtere Stellen wirklich so ein bisschen länger benötigt, was natürlich dann auf so einem gesamten Grat her wirklich so ein Zeitfaktor ist. Und ich habe es auch schon zu dem Zeitpunkt so gemerkt, okay, zeitlich gesehen sind wir so ein bisschen hinterm Plan. Das heißt, wir sind nicht so schnell vorangekommen, wie wir das wollten. Zu dem Zeitpunkt hatte es so aus meiner Sicht so ein paar Gründe. Das erste Thema war das, dass wir, finde ich, morgens nicht so gut, nicht so schnell weggekommen sind, so diese Orientierung im Dunkeln nicht so einfach war. Das zweite war, dass gerade auch morgens auch auf dem Weg hoch zum Grat noch die anderen Seilschaften ja dort noch viel näher an uns waren, wir da auch warten mussten und es dann irgendwann so ein bisschen sorgt dafür und wir die auch nicht direkt überholen konnten, dass man sich so ein bisschen einlullen lässt, so nenne ich es auf jeden Fall auch immer beim Laufen, was halt dafür sorgt, dass man wirklich nicht so schnell vorankommt, was uns jetzt hier dann auch später noch in der Tour so ein bisschen ja, zum Verhängnis geworden ist, weshalb wir sehr, sehr lange für die Tour auch gebraucht haben, auch deutlich länger als mir das lieb ist oder mir das lieb war, also von daher wirklich der Tipp, schaut, dass ihr da zeitig vom Biwak wegkommt, schaut nochmal morgens, dass ihr wirklich diesen Weg
schon mal die ersten paar Meter am Tag vorher schaut, wie ihr da geschickt voranläuft. Sprecht euch klar ab für den Grat mit dem Sicherung, wer wie wo wann vorgeht, damit ihr da keine Zeit verliert. Und dann spart ihr da schon mal eine enorme Zeit. Genau, jetzt wirklich so eine Schlüsselstelle hier, das müsste diese 4B-Stelle sein. Es sieht jetzt hier relativ entspannt aus, aber wir haben hier an dieser Stelle unnormal viel Zeit vergoldet. Da war also wirklich sehr, sehr schlecht aus meiner Sicht von uns gemacht. Wir haben erst geschaut, ob wir links hoch können, dann da rechts, wo Max ist. Hat beim ersten Mal nicht funktioniert, Max noch ein bisschen weiter rechts. Dann wieder links probiert, also wir haben da sehr lang aufgehalten. Da wirklich den Tipp, es ist komplett egal, ob wie sauber ihr da irgendwo hochklettert, es interessiert keinen Menschen. Was haben wir gemacht und was habe ich Max dann geraten, weil ich mich dann nochmal wirklich an diese Stelle erinnern konnte und wusste, wie wir es damals gemacht haben. Da gibt es so einen Zacken. In diesen Zacken kann man von unten eine Bandschlinge hoch einhängen, sodass man dann was hat zum Treten, weil das fehlt einem so ein bisschen, weil man da so aus einem leichten Überhang hochgreifen muss. Und danach kommt dann auch relativ schnell ein Haken. Und dann, da wo Max jetzt steht, ist es natürlich relativ einfach. Und für diese Stelle, ich konnte es ja im Video gerade nochmal sehen, wir haben da wirklich 20 Minuten oder im Schnitt gerade nochmal sehen, wir haben da wirklich 20 Minuten rumgedoktert. Das sind 20 Minuten zu viel. Also wirklich, ja, komme. Egal, scheiß da wirklich auf die Technik. Das spielt da überhaupt keine Rolle. Schaut, dass ihr da irgendwie solche Stellen schnell bewältigt. Und wie gesagt, hängt im Zweifel so einfach eine Bandschlinge ab. Wir haben am nächsten Tag mit einem Bergführer gesprochen, den ich kannte, der da auch zufällig war. Und er hat gemeint, er macht das auch immer so, gerade bei solchen Stellen. Also das ist so als Tipp, wenn ihr merkt irgendwo, das funktioniert irgendwie gerade nicht so. Das interessiert, wie gesagt, keinen Menschen, wie ihr da hochkommt. Wir sind dann hochgekommen, aber wie gesagt, haben wir nicht gut gemacht, hätten wir viel besser machen müssen. Hatte ich auch irgendwie am Anfang nicht so erkannt, dass, wie viel Zeit das auch war. War auch ein bisschen so überrascht im Schnitt, wirklich jetzt, wie viel Zeit das gekostet hat. Aber wie gesagt, wir sind hochgekommen. Danach flacht das Gelände jetzt hier in dem Fall nochmal so ein bisschen ab, bevor es dann wirklich auf diesen finalen Gipfelaufschwung nochmal kommt. Das war eigentlich so jetzt hier dann auch sehr, sehr angenehm, jetzt auch mit der Sonne. Konnte man sich nochmal gut aufwärmen. Man sieht auch bei mir, Handschuhe schon wieder ausgezogen. Das heißt, deutlich wärmer geworden. Das hat es wirklich auch nochmal deutlich entspannt. Auch hier ist vom Gelände her lang nicht mehr so ausgesetzt. Aber wirklich für diese Schlüsselstelle oder für solche Stellen immer empfehlen. Schaut, wie euch da auch im Zweifelsfall irgendwie hochmogeln kann. Es interessiert nämlich keinen Menschen. Natürlich, wenn du so ein krasser Kletterer bist, kommst du da auch so hoch. Aber wie gesagt, mit Bergschuhen an, wenn es noch so ein bisschen vereist ist und sowas, geht es hier darum, dass ihr sicher hochkommt. Und das ist in dem Fall auch ein sehr, sehr guter Weg. Genau, jetzt stehe ich hier nochmal auf so einem kleinen Übergang. Da muss man nochmal so einen Gendarm umgehen, beziehungsweise an dem Punkt sind wir gerade schon, ist vorbei, bevor es jetzt dann gerade weiter zum Gipfelaufschwung geht. Ja, dann gibt es hier, wie gesagt, so eine kurze Querung, natürlich so gerade aufpassen, wenn wir wie wir keine Steigeisen hatten, wirklich schauen, dass man sauber tritt. Aber wie gesagt, Schnee war sehr, sehr gut zum Treten. Man konnte da sehr, sehr gut entlang schlafen. Ich habe auch immer geschaut, dass ich so ein bisschen was zum Greifen hatte, dass es da jetzt nicht auf einmal man so abrutscht. Ja, links runter schon relativ steil. Also da wirklich sehr, sehr aufpassen an solchen Stellen, wirklich ruhig konzentriert gehen. Aber wie gesagt, nochmal ganz klarer Hinweis, so eine Tour sollte man nicht als Anfänger machen. Und wenn du meinst, dass du sowas machen möchtest, aber dir noch nicht sicher bist, ob das was für dich ist, lieber kleinere Touren mal testen, kleinere Grattouren, dann so langsam steigern und sonst auch so einfach solche Touren mit Bergführer machen, habe ich ja damals auch so gemacht. Genau, jetzt kamen die zwei Leute uns aus der Südwand entgegen, mit denen hatten wir da noch uns kurz einmal ausgetauscht, wie es bei denen so war. Also wie gesagt, meine ich auch eine sehr, sehr schöne Tour, aber dafür muss man auch noch ein bisschen früher losgehen, ist nochmal ein bisschen technisch anspruchsvoller, also von daher war das in dem Fall dann, oder wäre das auch in dem Fall nichts für uns gewesen, gerade wenn auch noch dieser Schnee wäre. Wenn diese Wand komplett trocken gewesen wäre, ich denke, dann wäre es vielleicht auch eine Variante geworden, aber unter den Bedingungen waren wir uns relativ schnell einig, dass wir das nicht machen.
Ja, jetzt waren wir hier so im Gipfelaufschwung. Da gibt es nochmal so eine Kletterstelle 3C. Sonst steht hier noch im Führer drin. Leicht bis zum Ende. Gut, ist immer so ein bisschen subjektiv. Hier ist es auch so, dass es wirklich einige Haken und Stände gibt, gerade wenn man halt von oben runterkommt, auch zum Abseilen. Das war dann ganz praktisch. Wir haben es auch in dem Fall gemacht, weil die anderen uns ja entgegengekommen sind, haben wir hier nicht mehr gewechselt. Das heißt, ich bin dann immer komplett vorgegangen, weil hier auch letztendlich einfach der Platz gefehlt hatte. Und deswegen, so wie wir das am Anfang gesagt haben, immer geschaut, wie es macht taktisch Sinn, wer geht wann, wie, wo vor, um dann zu schauen, dass man hochkommt. Ich habe mich ja auch hier einfach mal entschieden, wirklich solche Stellen mal ein bisschen länger drin zu lassen. Sieht immer sehr, sehr einfach aus. Also auch jetzt, wenn ich das im Video sehe, denke ich mir, mein Gott, sieht das eigentlich einfach aus? Warum bin ich da nicht sofort hochgestiegen? Aber es war gar nicht so einfach, da wirklich so einen sauberen Tritt zu bekommen, zu schauen, wo kann man da am geschicktesten hochsteigen, weshalb ja, wirklich doch, solche Stellen mehr, auch, wenn man so im Nachhinein sagt, okay, das muss ja eigentlich so ein bisschen schneller gehen, wirklich dann auch immer noch so ein bisschen länger dauert. Genau, dann ab und zu mal wieder schauen, Schlinge zu holen, schauen, dass man sichert, dann sitzt die vielleicht nicht optimal. Und das summiert sich dann letztendlich auch hoch auf so eine Tour. Deswegen, wie gesagt, wirklich den Hinweis, das auch zu üben, zu schauen, dass man da gut sichert, dann auch gut und schnell vorbeikommt, weil letztendlich hat es, irgendjemand hat mir das bei Instagram auch mal geschrieben, wirklich bei solchen Grattouren kommt es letztendlich darauf an, dass du gut und schnell im Sichern bist, und das stimmt einfach. Das ist auch der Grund, warum ich, wie gesagt, gewisse schwere Touren mit Bergführer mache, weil ich mir das so alleine oder mit einem Tourenpartner nicht zutraue, aber technisch solche Touren könnte, weshalb ich dann halt solche Touren in dem Fall mit Manu mache. Weil er natürlich in diesem ganzen Sicherungssach sehr, sehr schnell ist und ich davon natürlich auch einiges mitnehmen kann und lernen kann. Deswegen immer, wie gesagt, diese Mischung, eine sehr, sehr schwere Tour im Jahr mit Manu und alles, was da drunter ist, versuche ich dann selbst zu machen. Dieses Jahr waren es dann ein, zwei Touren mehr mit Manu, hat sich so ergeben. Aber mal schauen, wie es sich dann so nächstes Jahr ergibt. So, man sieht, das Gelände wird flacher. Wir kommen langsam Richtung Gipfel. Hier oben natürlich wirklich einiges an Schnee, aber jetzt rein so technisch gesehen vom Gelände nicht mehr schwer, konnte man sehr, sehr schnell die Meter auch machen, ohne dass man da auch viel sichern konnte oder viel sichern musste. Das heißt, da habe ich dann immer nur geschaut, an den notwendigsten Stellen was zu machen. Und wie gesagt, dann ist Max immer wieder nachgekommen und ich dann weiter vorgegangen, bis wir dann letztendlich dann hoch Richtung Gipfel dann gekommen sind. Die letzten Meter zum Gipfel wirklich nochmal sehr, sehr spannend, wirklich über einen sehr, sehr schmalen Grat, aber natürlich mit einem wunderbaren Ausblick. Jetzt hier wirklich nochmal Konzentration, wirklich Schritt für Schritt. Deswegen meinte ich vorhin, also der Grat verlangt einem wirklich auch mental sehr, sehr viel ab, weil hier geht es links und rechts runter. Gerade noch mit dem Schnee macht es das Ganze nochmal so ein bisschen spannender. Aber von daher wirklich nichts für Anfänger, keine Anfängertour, aber ich glaube, das ist schon deutlich rausgekommen, das, was man dafür alles mitbringen muss, jetzt auch gerade unter den Bedingungen, dass da noch deutlich an Schnee liegt. Würde ich dann konzentrieren, dass man da sehr, sehr ruhig läuft, und das ist einfach, ich merke es immer wieder, das ist so viel, es macht so einen großen Unterschied, wenn sowas ausgesetzt ist, einfach in dieser Höhe ist, als wenn so eine gleiche Art von Parcours zum Beispiel in einem Meter Höhe aufgebaut wäre. Da wird sich keiner von uns Gedanken machen, jeder von uns kann über irgendeinen Balken balancieren, aber wenn man dann dort mal in der Höhe ist, spielt es natürlich deutlich mit rein. Deswegen gilt da wirklich auch ruhig, konzentriert, aufpassen, schauen, wo kann man hintreten, und da wirklich dann auch nichts zu überstürzen. Ja, belohnt wurden wir an dem Tag wirklich mit einem traumhaften Ausblick oben, also wirklich ringsrum bestes Gelände, jetzt hin wirklich Matterhorn, Weißhorn, Zinal-Rothorn, wirklich die ganzen großen, Blick natürlich zum Monte Rosa Massiv, konnte man alles sehen, war alles wirklich so mit dabei, also wirklich traumhaft schön. Also von daher wirklich ein einmaliges Erlebnis dort oben. Und wie gesagt, für mich das zweite Mal, dass ich jetzt auf dem Obergabelhorn war. Das jetzt auch, wie gesagt, ohne Bergführer. Wirklich von daher
wirklich besonders für mich, und ich hatte es ja auch so eingangs schon mal im ersten Teil gesagt, für mich ging es auch mal darum zu sehen, wie gehe ich mittlerweile mit solchen Grattouren um, kann ich das besser ab oder macht mich das immer noch so fertig. Also wirklich so der Aufstieg, das hat sehr, sehr gut für mich funktioniert. Ich habe mich sehr, sehr sicher und sehr, sehr wohl gefühlt am Grat. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Angst oder Bange da hatte an den Stellen, dass ich dachte, oh nee, das geht jetzt hier irgendwie nicht. Von daher, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Einen Meter vor Ihnen, ich glaube, hier ran. Ich glaube, dass das der Gipfel ist. Gut, dann stärken wir uns kurz und dann schauen wir, dass wir dann hier auch wieder runterkommen. Brauchst du irgendwas mit Füß als Gemein? Ja. So schnell waren wir auf dem Gipfel, beziehungsweise mussten auch schon wieder losgehen, wie es ja vorhin schon angedeutet hat, waren wir zeitlich ein bisschen später auf dem Gipfel als eigentlich geplant, weshalb wir nur eine sehr, sehr kurze Pause gemacht haben, das heißt trinken, kurz mit Essen versorgt und dann abgestiegen sind, weil der Abstieg hat es auch nochmal in sich, besteht eigentlich so aus drei Parts, vom Obergabelhorn erstmal runter auf einen Firngrat. Dort entweder abklettern, sind Stellen von 2 bis 3 B oder jeweils abseilen, sind immer so ja, 20 Meter circa. Das hat gepasst mit unserem Seil. Dann muss man noch einmal über oder an dem großen Gendarm vorbei, dort nochmal runter, dann rüber zur Wellenkuppe laufen. Von der Wellenkuppe gibt es auch nochmal Platten zum Runterklettern oder zum Abseilen, bevor man dann zum Schluss auch nochmal abseilen oder abklettern muss, bevor es auf den Gletscher geht und dann zur Hütte. Das heißt, diese Tour ist wirklich noch lange nicht vorbei, wenn man auf dem Gipfel ist. Das habe ich auch noch damals, kann ich euch damals von damals nochmal berichten, als sehr, sehr große Belastung empfunden. Man kommt jetzt wirklich von diesem Gipfel runter. Wir haben uns entschieden, jetzt dann hier auch abzuseilen, gerade auch mit diesem ganzen Schnee, der hier wirklich da viel am Grat lag, war es dann im unteren Part für uns die einzig logische Variante, uns da abzuseilen, als dort abzuklettern, weil uns das Risiko zu hoch war. Im Hintergrund sieht man schon die Wellenkuppe und dann halt wirklich nochmal auf diesen Gendarm, an diesem Gendarm vorbei. Das kostet auch nochmal so viel Zeit und da dann nochmal abzuseilen. Ich weiß, ich war damals richtig fertig, als ich dachte, oh nee, jetzt müssen wir nochmal irgendwo hochklettern. Damals war ich irgendwie so darauf gar nicht vorbereitet. Diesmal wusste ich ja, was auf mich zukommt, deswegen war es nicht so schlimm. Aber ich möchte damit sagen, gerade wenn man damit nicht weiß, wirklich diese Tour geht eigentlich wirklich weiter. Es ist wirklich eine wunderschöne hochalpine Kletterei. Aber auch Ewigkeiten lang. Genau, ist hier schon mal ein bisschen weiterer Sprung nach unten. Also wie gesagt, ab einem gewissen Part gibt es dann immer wieder regelmäßig Stände, wo man sich abseilen kann. Ist nicht so spannend. Deswegen jetzt einfach nur, ich glaube, das ist der letzte Abseiler, den wir dann genommen haben. Was haben wir hier ein bisschen ungeschickt gemacht? Wirklich das Thema, dass wir uns beide abgeseilt haben. Es wäre deutlich schneller gegangen, hätte man einen abgelassen und der zweite hätte sich abgeseilt, hätten wir nochmal Zeit sparen können. Haben wir in dem Moment gar nicht dran gedacht, muss ich auch sagen. Hatten wir da nicht so auf dem Schirm, war im Nachhinein betrachtet jetzt nicht ganz so schlau. Man sieht es aber auch unten schon mal diesen Firngrat nochmal Richtung Gendarm und dann hinten rechts das große Weiße, die Wellenkuppe, wo es dann letztlich auch nochmal runter geht. Aber wie gesagt, wir waren jetzt hier erstmal wirklich Fokus auf die jetzige Situation, dann hier im Abseilen. Genau, auch dann natürlich dann für diesen Part jetzt hier Abseiler. Nach dem Abseilen gehen sie ja über den Firngrat, deswegen wirklich Pickel und Steigeisen extrem wichtig, weil es hier dann doch relativ steil am Grat entlang geht. Wir haben uns dann auch entschieden, an diesem Grat, wie das eigentlich so auch vom DAV gelernt wird, seilfrei zu gehen. Max ist in dem Teil schon vorgegangen. Ich hatte dann nochmal Seil alles so zusammengeräumt und bin dann hinterhergegangen. In dem Part von mir nicht so gut, man sieht selber, ich hatte keine Handschuhe an, hätte ich auf jeden Fall machen sollen, wenn man hier wirklich stürzt oder sonst irgendwas, dass man sich die Hände da nicht im Eis komplett überall aufschlitzt. Also von daher nicht nachmachen, war nicht so schlau. Ist mir aber, muss ich sagen, auch in dem Moment wahrscheinlich nicht aufgefallen oder
Ich kann es jetzt so im Nachhinein auch nicht mehr sagen. Ich sehe jetzt ja auch zum ersten Mal wirklich wieder so die Bilder. Also von daher wirklich da schauen, dass man einen Handschuh hat. Die Stufen waren relativ gut, die dort drin waren. Hatte natürlich den Vorteil, dass da schon einige Leute im Vorhinein rübergelaufen sind. Gerade der erste Part noch deutlich steiler und dann ging es eigentlich hier relativ gut zu gehen. Das heißt, hier konnte man so ein bisschen Geschwindigkeit aufnehmen, die man jetzt gerade beim Abseilen letztendlich so verloren hat. Auch hier natürlich wieder Konzentration bei den Schritten, wegrutschen hier natürlich wirklich verboten, weil es wirklich auch auf der linken Seite sehr, sehr steil runtergeht. Von daher da natürlich auch nochmal aufpassen, auch zu schauen, dass man rechts nicht auf so eine Wächte oder sowas tritt, nicht, dass es da noch so ein bisschen runterrutscht. Und das meine ich eigentlich mit dieser wirklich permanenten Belastung für Körper, aber wirklich auch für die mentale Stärke. Das hört wirklich hier eigentlich erst auf, wenn man zum Schluss unten auf dem Gletscher ist, wo es dann letztendlich zur Rothornhütte geht. So, ich spreche jetzt schon mal so ein bisschen was an, weil es wird nachher sonst definitiv zu kurz kommen. Vielleicht mal ganz kurz, meine Akkus haben nicht gereicht für die komplette Tour. Das heißt, man sieht uns jetzt gleich nur noch bis zum großen Chandam. Dann den Weg rüber zur Wellenkuppe und dort den Abstieg wird man nicht mehr auf Kamera sehen. Ich habe es am nächsten Tag von der Rothornhütte mal kurz einmal mit dem Finger dann gedeutet, wie wir dann noch gelaufen sind. Prinzipiell habe ich es ja schon in den Takes davor so ein bisschen angedeutet, dass wir zeitlich relativ spät dran waren. Ich habe es so damit gerechnet, dass wir irgendwann so im Laufe des Nachmittags, späten Nachmittags an der Hütte ankommen. Dem war aber hier schon abzusehen, dass es nicht klappt. Weshalb ich erstmal Folgendes dann gemacht hatte: Von der Wellenkuppe aus hatte ich dann schon mal bei der Hütte angerufen, gesagt so, jo, wir kommen, uns geht's gut, wir werden es aber nicht rechtzeitig zum Abendessen schaffen. Und da hatte ich die von der Hütte dann nochmal unterwegs abgedatet, wann wir dann ungefähr kommen, einfach, dass die sich keine Sorgen machen, dass die auch wissen, dass es uns gut geht, auch immer sehr, sehr wichtig, wirklich, wenn ihr natürlich wo angemeldet seid, gebt den Leuten Bescheid, dass da nicht irgendeine Rettungsaktion ausgelöst wird oder sonst irgendwas. Wirklich da Kommunikation, wirklich das A und O, weil auch die machen sich natürlich Sorgen, kümmern sich um einen, schauen da nach einem. Von daher schaut dann nach, dass es wirklich passt. Vielleicht so ein paar Gründe, jetzt kommen wir jetzt noch zum großen Gendarm, vielleicht nochmal technisch ein paar Sachen. Hier muss man nicht über diesen Gendarm klettern, man nimmt so einen Weg so leicht außen rum. Seilt sich dann da nochmal ab, bevor es dann wirklich über den Gletscher nochmal hoch zur Wellenkuppe geht. Warum haben wir so viel Zeit verloren? Ich habe es ja angedeutet, mehrere Faktoren. Starten wir mal mit dem ersten. Morgens aus meiner Sicht nicht gut rausgekommen. Dann am Grat so von ein bisschen von den Seilschaften vorher so ein bisschen einlullen lassen. Haben da auch nicht überholt, sauber. Und sind danach nicht mehr so ganz wirklich in Tritt gekommen und dann gegen Ende der Tour hat Max dann vielleicht auch so rein von der Höhe so ein bisschen gemerkt. Ich war ja schon vorakklimatisiert von den Touren davor mit Manu, Max nicht. Für Max war es die erste Tour im Sommer, für mich ja eigentlich die letzte, die Abschlusstour. Das hat man dann deutlich gemerkt, dass er so ein bisschen ein Differenzlevel bestanden hat, was dann dazu auch geführt hat, von der Wellenkuppe runter gibt es ja nochmal so Stellen, die man abklettern kann oder abseilen. Ich habe mich noch sehr, sehr fit gefühlt. Ich habe das dann abgeklettert, weil abklettern deutlich schneller geht als abseilen. Max hat sich dazu aber nicht mehr in der Lage gefühlt, weil er einfach schon so ein bisschen deutlich fertiger war als ich. Haben wir dann natürlich auch Nummer sicher gegangen, hat sich dann dort dann auch abseilen lassen. Was natürlich einfach viel, viel mehr Zeit gekostet hat, das muss man einfach sagen. Weshalb wir dann auch
deutlich später dann runter auf den Gletscher gekommen sind. Dann beim Gletscher muss man auch nochmal einen sehr, sehr großen Bogen machen. Und da hat es dann wirklich so ein bisschen dann die Kraft zum Schluss gefehlt, weshalb wir da deutlich länger gebraucht haben. Jetzt rein wirklich von diesen Tourenbewertungen aus diesem Buch steht ja 4 Stunden hoch zum Gipfel, 5 Stunden runter zur Hütte, 9 Stunden. Also da bezweifle ich, dass das die meisten schaffen. Das schaffen die wenigsten in 9 Stunden diese Tour. Das ist natürlich auch ohne Pause gerechnet, aber ich sage mal so, es wären auch in 10 Stunden. Da müssen schon sehr, sehr gute Bedingungen sein. Ist auch natürlich mit dem Neuschnee, hat dann wirklich zu mehr Sicherungen auch vielleicht geführt, als man es sonst gemacht hätte. Von daher haben wir wirklich gemerkt, wie so ein paar Faktoren diese Tour für uns wirklich länger gemacht haben. Und das ist immer so eine Frage, die ich mir sehr oft unterwegs gestellt habe. So, hätten wir vielleicht abbrechen müssen, schon auf dem Weg hoch, auch wieder runter zum Abendbiwak. War das oder ist das Ganze vertretbar, was wir hier machen, dass wir so spät ankommen? Weil ich bin da überhaupt kein Fan von. Und hatte das Thema dann auch auf der Hütte am nächsten Tag nochmal in Ruhe mit Manu geklärt, also mit dem Bergführer, mit dem ich sonst unterwegs bin, war zufällig auch auf der Hütte, habe ich zu ihm gesagt, komm Manu, hab da mal so ein Thema, mich würde das mal einfach interessieren, wie war deine Meinung, haben wir da irgendwas gemacht, was kompletter Blödsinn war? Ja, also Manu auch nochmal klar gesagt, nee, es war, also er kennt solche Situationen, er hatte auch schon Touren, wo er deutlich später angekommen ist. Ja, wichtig war ja, wie ich es auch schon gesagt habe, dass das Wetter halt für diesen ganzen Tag stabil war, hat gemeint, es rein so vom Wetter oder sowas war natürlich da, war keine Gefahr da, dass wir so spät angekommen sind, von daher war das auch vertretbar. Ich selber bin da kein Fan von, das sage ich auch mal ganz ehrlich, ich nehme da auch so ein paar Sachen für mich mit. Nochmal auch persönlich, jetzt was nochmal so Tourenplanung, Vorbereitung und das Ganze angeht, werde ich vielleicht auch mal nächstes Jahr dann bei den Touren drauf sprechen oder auch in der nächsten Zeit, wenn es euch interessiert. Aber wirklich, ich wollte das Thema jetzt hier auch natürlich nicht unter den Tisch kehren und zu zeigen, oh, guck mal, wir haben die Tour geschafft ohne Probleme und so weiter und so fort, weil es geht darum, auch finde ich, auf sowas aufmerksam zu machen, was für Probleme unterwegs führen kann. Deswegen will ich auch, dass solche Videos von mir online sind, wo wir gerade auch solche Fehler machen, wo wir auch in solche Situationen kommen, nicht nur immer diese Social-Media-Welt, alles ist wunderbar. Von daher jetzt hier, wie gerade gesagt, am Gendarm und gleich kommt dann auch der Cut, wo dann Akku und alles alle war, aber ich jetzt hier noch mit meinem Daumen zeige, also oben Wellenkuppe und dann ging es da nochmal runter und dann ist es nochmal so eine große Schleife, die mussten wir dann auch im Dunkeln gehen. Hatten zum Glück noch unsere Lampen. Der Weg da auch relativ einfach, weil man der Spur folgen konnte. Nur die letzten Meter, wo die Spur nicht mehr zu sehen war. Ich sag mal so, haben wir noch mal so ein bisschen navigiert. Ging aber trotzdem noch ganz gut, war aber wie gesagt nicht schön. Dann dort an der Hütte hatten wir dann zweimal übernachtet. Und dann sind wir runter ins Tal gestiegen. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen was anderes machen, aber mir war es dann auch zu viel. Ich war auch danach so ein bisschen fertig dass wir dann gesagt haben, komm, steigen wir lieber ab, bevor wir jetzt irgendeine Tour noch auf Krampf machen und uns dann nochmal was passiert. Weil, wie ich es auch am Anfang gesagt habe, sicher ankommen ist wirklich das A und O. Nächstes Jahr sind auch noch Berge da. Nächstes Jahr aber auch gutes Wetter und dann kriegen wir das hin. Und wie gesagt, hier auch der Abstieg wirklich sehr, sehr schön von der Rothornhütte. Ist auch echt kein kurzer Weg, aber wirklich ein sehr, sehr landschaftlich, sehr, sehr schöner Weg. Und waren dann unten wieder in Zermärte und damit war die Tour für uns beendet. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen von der Tour. Kannst mir gerne mal dein Feedback reinschreiben. Und ich freue mich natürlich über deinen Support, wenn du ein Abo dalässt, wenn du ein Like dalässt. Und freue mich da von dir zu hören. Bis dann. Mach's gut. Ciao.